hier steht Captain Diabetes. Captain Diabetes? Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Verbündeter freigeschalten, Captain Diabetes. Bereit? Okay, Sidekick, hier geht's zu Kyle. Entkomme aus deinem Haus, haben abgeschlossen. Folge Captain Diabetes zur Abkürzung. Starte gleich mit meinem neuen Partner meine Mission, Captain D. Captain Diabetes, bitte benutze das offizielle Coon and Friends Hashtag für missionsbezogene Posts. Coon and Friends. So. Können wir vielleicht vorher nochmal an so ein Auto vorbeigehen? Da ist so ein Auto. Wieso bin ich eigentlich hier nur Sidekick? Kann ich den hauen? Ich will kein Sidekick. Ich will nicht nur Hallo? Kann ich auf die Straße rennen? Nee. Ich muss mal eben ganz kurz. Wer ist eigentlich der Sidekick? Der rennt mir doch hinterher. Ist gesperrt. Die Schweine haben alles abgeschlossen. Es ist dunkel. Los geht's. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Sie können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Besiege Randy. Na, tolle Wurst. Wir wissen mal, wer die ganzen Kratzer da reinmacht. War ja abzusehen. Okay, wir müssen Randy besiegen. Willst du es drauf anlegen? Na gut. Attacke! Ja, ja, Attacke, Attacke. So, was haben wir denn noch? Wenn ihr Lust habt, dann bringe ich euch was mit. Nein, danke, Mr. Marsh. Okay, wollte nur nett sein. 490 HP? Der Typ ist besoffen, wie kann er 490 HP haben? 490 HP, dann dotten wir ihn einfach mal zu. Mal gucken, wie es ihm gefällt. Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Das ist ja eine Katastrophe. So, was kannst du eigentlich? Du kannst mit X 79 Schaden machen. Gut. Du kannst mit 33, du kannst mit A Leute wohl zurückkicken. Und was kannst du mit B? Da kannst du 41 Schaden machen und die Leute wohl verlangsamen. Du machst also eigentlich nur ordentlich Schaden. Entschuldigung, ich bin gerade gegen. So, 79 Schaden. Ja, dann machen wir nochmal. Sie müssen dringend zu den anonymen Alkoholikern. Oh, ach ja, meine Frau braucht Damensachen, also. Gib mir meinen Kackschlüssel! Geil ist das. Wie lange stehe ich schon in Flammen? Schnapp ihn dir! Ja, ist so gut einfach. Das ist einfach zu gut. Zugedottet ist er. Dann kriegt er einen anderen Dot drauf. Warte mal, beides 33. Von daher. Verwirre einen Gegner und füge ihm Schaden zu. Können wir ein bisschen verwirren. Hat eine Runde Cooldown? Ein oder zwei Runden, weiß ich halt gar nicht. Ich glaube, in der zweiten Runde heißt es, ist es wieder verfügbar. Stan? Stan, bist du das? Sag denen mal, sie sollen mir mal einen Schlüssel geben. Ja, ja, mach ich gleich. Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen. 74 Schaden, 38. Warum sollte man denn so wenig Schaden machen? Dann machen wir natürlich die volle Damage-Ladung. 74, go. Ja, ja. Oh, das hätte echt wehgetan, wenn ich irgendwas fühlen würde. Ich spüre überhaupt nichts. Ohne hinzufallen? Wow. Scheiße, brenne ich immer noch? Natürlich brennst du noch. Mach sie fertig! Aber sowas von. So, sein Dot läuft gleich aus, bedeutet, wir müssen seinen Dot erneuern. Dot erneuern, wir müssen seinen Dot erneuern. Ich dachte, wir sind in Amerika, sind wir doch, oder? Ja, wenn ich mit dir fertig bin, gleich nicht mehr. Obwohl ich Randy mag. Wir müssen Damage machen. Schlüssel bleibt bei mir und damit basta!
Captain Diabetes. Ich hab keinen mehr sitzen, also gib mir doch einfach meinen Schlüssel. Ich bin nüchtern, okay? Ich bin okay. Jetzt bin ich nüchtern. Morgen gegen 11 sollten Sie nüchtern genug zum Autofahren sein. Irgendwo ist es immer 11. Voll hier in die Fresse! Na los! Man, ist das nicht der Spruch von McCree? Oder von Overwatch? Irgendwo ist es immer 12 Uhr. Ah, war bestimmt nicht der Erste, der den Spruch erfunden hat. Der hat immer noch den Dot drauf, bedeutet, wir geben ihm einen anderen Dot. Ich schwöre, dass ich noch Auto fahren kann. Ulti ist bereit. Was macht so ein Ulti? Ganz schön viel Damage. Also würde ich mal sagen, it's Ulti-Time. Schnapp ich mir den Schlüssel, aber erst noch eine kleine Runde pennen. Gute Nacht, Mr. Marsh. Du hast gewonnen. Gefäß von Bacchus. Ja, von dem leckeren Bier. Und 24 Cent. 45 XP. Okay, Sidekick, die Pflicht ruft. Wir haben herausgefunden, wer den Wagen zerkratzt hat. Oh, mit meinem Goldkurs haben wir ein neues Artefakt bekommen. Ein besseres. Hier nicht. Hier nicht. Ja, noch ein 40er. Hey, nehmen Sie noch? Gut, wir lassen den mal liegen. Wir haben einen Schrott bekommen. Können wir hier reingehen? Hallo? Nein, natürlich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn wir den draußen liegen lassen. Das ist eine Abkürzung durch Zeitversteck. Eine Abkürzung? Hört sich interessant an. Wo können wir hier reingehen? Alle anderen Dinge sind abgeschlossen, nur hier kommen wir rein. Okay. Wir gehen ins Haus. Ich komme. Dünn. Heil ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind auf uns allein gestellt. Alles klar. Gehen wir der Sache auf den Grund. Alles klar, machen wir. Ich bin Zeitkrieg, wieso muss ich vorgehen? Geh einfach nach oben, Sidekick. Warum nach oben gehen? Ich gehe nach unten. Hier ist ein Kühlschrank. Du. Hier ist eine Tür, die nach draußen führt. Ich gucke erstmal kurz nach draußen. Sieht nie anders aus als uns auch. Okay, wir gehen nach oben. Wir bewegen uns nach oben, denn wenn wir oben sind, dann wird man uns loben. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Alles klar. Ist der Dachboden vielleicht etwa hier drin? Nee. Das Bild ist zu gut. Ja, alles klar. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich Zuckerzorn. Der Zuckerzorn. So, was können wir jetzt hier machen? Können wir jetzt erst... Das ist wie am Ende von Logan, als Wolverine dieses grüne Zeug genommen hat. Fast genauso. Ja, genau. Schade, schützen geht's nicht. Sehr gut, Sidekick. Ja, natürlich. So, der ist schon mal oben. Ich geh mal kurz kacken. Draußen herrscht das Verbrechen. Aber wir sind unterwegs. Dünn. Das ist Humankinds Geheimversteck. Okay. Fürze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Fürze machen dich aggressiv? Was ist denn bei so einem Kleinen? Wir müssen den Weg frei machen. Ja, mache ich gleich. Moment. Okay, das sind kleine Fürze. Was sagt er beim Großen? Haha, sehr witzig. Was denn? Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig? Nee, du? Das gefällt Captain Diabetes gar nicht. Hey. Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Sind wir doch. Was zum... Hey! Captain Diabetes sagt aufhören! Ich glaube, ich höre mal eben ganz kurz auf den Speicher mal eben ganz kurz. Ich habe ja schon mal so eine schlechtere Erfahrung gemacht, wenn man Leute zu oft haut. Dann hauen die irgendwann mal gerne zurück. Oh, lass das bitte! Ich hasse Fürze! Okay. Hey, ich dachte, wir wären Freunde! Captain Diabetes sagt auf... Was zum... Hey! Das gefällt Captain Diabetes gar nicht. Hey, ich dachte, Captain Diabetes sagt aus zum... Okay. Ich hab gesagt, lass das. Fürze
machen mich aggressiv. Ja, ist ja gut. Raccoon sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Reißfestes Nylon-Sportflasche und Weltraumaspirin? Was? Weltraum? Was für ein Weltraumaspirin? Wir haben hier ein paar Fenster. Mhm. Okay, hier können wir kaputt schlagen. Kommt vor wie Jimmy. Aber gemein, ich weiß. Was zum? Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Komm ich immer durch? Wo geht's denn hier hin? Hey, Moment, den kenne ich doch. Ich habe den ersten Teil von South Park hier noch nie gespielt. Also Stab der Wahrheit. Aber da müsste, glaube ich, aus dem Stab der Wahrheit sein. Ich bin aber überlegen. Wenn ich hier South Park durch habe, also direkt der Cholera zur Reisprobe, ob ich danach keine Zeit verlieren. Einen Stab der Wahrheit spiele, weil es mir so viel Spaß macht. Ich habe nur gehört, das Kampfsystem soll ein bisschen anders sein, also noch irgendwie vereinfachter. Habe ich kein Problem mit. Und wenn es genauso lustig ist, von daher. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Aber ich. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Berührt von einem Engel. Lululu, Humankind Airfield. Ja, wie gesagt, mal gucken, wer spielt danach den ersten Teil? Weil bis der DLC vielleicht kommt, ich weiß ja nicht, Humankind wie... Humankind muss dringend ein Geheimversteck aufräumen. Diamantkostüm. Nice. Weil ich ja nicht weiß, wann das DLC kommt und wie lange ich überhaupt brauche für das Spiel, um damit durchzukommen. Mal gucken. Je nachdem, ich habe momentan auch noch ein paar andere Let's Plays. Super Arbeit, Sidekick! Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Ich habe noch ein paar andere Let's Plays, die ich gerne spielen, also ein paar andere Spiele, die ich gerne Let's Playen möchte, so rum. Und deswegen, mal gucken. Komm schon, Sidekick, keine Angst. Jetzt kommt aber die Weihnachtszeit und so, mal gucken. Ich komme nach oben. Moment, den können wir schon anmachen hier. Hä, hey, hier ist doch ein... Hallo? Wieso kann ich hier nichts werfen? Einschalten. Ehrlich, hab keine Angst. Oh, wie cool. Okay. Na gut, ich bin bereit. Ich glaube, wir können. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz! Folge Captain Diabetes zum Peppermint Hippo. Was ist denn hier passiert? Die Bank ist immer noch am Brennen, aber ich... Wieso ist die Kamera so nah rangezoomt? Wieso kann ich nicht aufs Dach gucken? Was hängt hier für Zettel rum? South Park ist das was ganz anderes. Wo sind wir hier überhaupt? Okay, wir müssen da oben hin. Okay, wir müssen uns durch South Park durchschlagen, weil South Park ein ganz anderer Ort geworden ist. Hallo? Oh, wer hat mir in die Hose gepisst? Oh, ich weiß nicht. Oh! Oh! Ah! 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 Komm, hier kommt man hier rein? Und wo es geschlossen ist? Und dann ist gesperrt. Okay. Ah! Was denn? Was haben wir hier drin? Hauttransplantat? Das ist Körperverletzung. Ah! Was machen Sie da? Hey! Hör mal. Ah! Nicht klicken kann. Man geht als daneben. Ah! Jetzt ist alles abgesperrt. Oh, hallo? 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 Hey, entschuldigen Sie? Hallo? Mhm. Mach ich ein bisschen für die Einschaltquoten? So, Hallo? Hallo? Hey, hey, komm, da sind sie. Gut, die beschwert sich auch nicht. Bewegung passt. So. Hallo. Alles klar, ich höre mich immer auf damit. Nein. So, Oh! Man spielt South Park, da darf man dann auch mal, ne? Komm. Da ist nicht immer alles so politisch korrekt. Deswegen nicht wieder South Park. Ne? War Katzi. Ah, Katzi ist abgehauen. Warte mal eben ganz kurz. Ich liebe Burnham County.
einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also ich wurde. Also ich wurde. Hey, der macht da nicht mal aus, wenn ich hier anfurz. Hey, hey. Den macht man nicht mal aus, wenn ich jau. Die Stadt ist komplett im Bach runtergegangen. Ist überhaupt nichts los. Da komme ich nicht dran. Die Nacht ist jung. Machen wir was aus unserem Leben. Aber warum steht hier alle an? Sag mal, Leute, was gibt's hier? Autsch! Was denn? Halt Abstand von mir, Arschloch! Was willst du? Autsch! Geh out! Halt ab, du Arschloch! Autsch! Autsch! Halt Abstand von mir, Arschloch! Achso, okay. Ja, Laberung sei also selber. Hallo? Hallo? Komm ich da irgendwie mit mal kurz zum Affen einmal durch? Was ist hier los? Die fühlen sich wohl zu der mobilen Toilette hingezogen. Was ist hier für ein Konzert? Euch gefälligst hin. Ach, scheiß drauf. Ich lass einfach laufen. Was? Ich muss mal kurz auf Seite gehen. Hi. Autsch! Das Pfefferminz-Hippo ist gegenüber. Ja, ich weiß. Nein, du bist besoffen. Die hey. Müssen irgendwie an diesen Leuten vorbei. Hey. Hey. Komm ich mal durch? Ich muss ja mal durch. Was ist denn von der Band, die hey, hier spielt? Nicht vordrängeln. Wie können wir diese Leute vertreiben? Oh. Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Oh, oh. Oh shit, es geht los. So viel Zucker. Wie? Oh Gott, das war zu viel. Ich brauch Insulin. Insulin, schnell! Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang! Ja, natürlich. Ist da eigentlich noch jemand... Hallo? Ist der Henki? Hallo? Da steht mit... Yeah, Andrew ist das Beste! Ist der Typ da noch drin? Hallo? Da liegt eine Tasche rum. Komm ich da hin? Hey, ich muss da mal durch. Hey! Ich scheiße hier alles zu. Komm ich da durch? Ich muss da hinten zu den Taschen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Toll. Vielleicht im Hellen. Mysterion. Gucken, wann wir wieder nächstes Mal auf Mysterion treffen. Oh, Schrott. Wenn ich jetzt hier langlaufe, komme ich dann da zur Tasche hin? Natürlich nicht. Können wir hier reingehen? Alles ist abgeschlossen. Die Stadt geht unter. Nein, ich muss noch kurz ein paar Lampen kaputt machen. Fällt jetzt am wenigsten auf, dass ich das war. Wer ist der für ein Tourbus? Hallo? Hallo? Ich hänge irgendwo. Hallo? Toll. Ich komme nicht zum Tourbus rüber. Hier ist es! Hier werden wir die Frau finden. Mach dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst. Okay. Komm, lass uns reingehen. Alles klar, bin unterwegs. Obwohl deine Tasche liegt, egal, ich komm. Ich mein... Oh Gott, das wird richtig eklig. Oh nee, was mache ich nur? Oh nee, ich muss mich Augen zuhalten. Na, ich halte das nicht aus. Einzugehen? Nee, nicht wirklich. Ich halte den Druck nicht aus. Ich muss ein paar Sachen umbauen. Tut mir leid. Geht nicht anders. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Was? Komm her, ich hab ne Idee. Ich hab keine Idee, ich will jetzt mal kurz umgucken. War eigentlich nur ein Dings gewesen, weil ich gerne Sachen hau. Kein Problem für Diabetes. Ja, für mich auch nicht. Ich geh vorne rein. Tschüss. Hallo? Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Macht eine Biegefliege? Was soll ich tun? Ich rede einfach mal mit dem. Hey, jetzt verpisst euch endlich. Hey, labern könnt ihr auch draußen.
Aber nicht mit dir. Ich hab gesagt, verpiss dich. Warum? Hey, da gibt's geile Titten und ihr seid zu jung dafür, also verpisst euch. Ja, aber... Bitte. Diese zuckersüßen Titten dürfen sich nur Volljährige reinziehen. Bin ich doch, guck nicht im Bad, Jung. Alter, noch kein Mensch ist dir an einer roten Samtkordel vorbeigekommen, also verpisst euch. Mhm. Okay, ihr habt es so gewollt. Oh, scheiße. Gut mitgedacht. Keine Titten für dich. Mit Gewalt kommen wir da nicht rein, Sidekick. Jetzt ist Grips gefragt anstatt Muckis. Habt ihr noch nicht gehauen? Okay, ihr habt es so gewollt. Oh, scheiße. Gut mitgedacht. Keine Titten für dich. No, that's for you. Mit Gewalt kommen wir da nicht rein, Sidekick. Ist das jetzt gut? Ist Grips gefragt anstatt Muckis. Oh, Minno. Ach, ich liebe das Spiel. So, jetzt machen wir hier fertig. Komm her. Hey. Oh, natürlich. Zur Seite, Sidekick. Dün, 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 dün. Alter. nach dir. Alter. Du bist aber klopp, Jung. Merkst du selber, ne? Diabetes sagt aufhören! Ja, ich höre schon auf. War ja nicht nur so ein Freundschaftsding.